Herzlich willkommen zum 2-Minuten-Mittwoch. Heute mit dem Thema Zoom Transitions. Heute zeige ich euch in 2 Minuten, wie man solche Zoom-Transitions ganz schnell in 2 Minuten hinbekommt. Vorab noch, seid vorsichtig mit Zoom-Transitions, dass ihr sie nicht zu oft in euren Videos benutzt, sondern nur, wenn sie zum Shot passen. So, als erstes gehen wir in Adobe Premiere Pro. Nun brauchen wir unsere 2 Clips, bei denen wir die Zoom-Transition anwenden wollen. Ich habe hier einmal einen Drohnenclip und was auf dem Boden gefilmt wurde. Also möchte ich von hier nach da zoomen. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Zoom-Transitions anzuwenden, aber ich zeige euch heute mal die ich gelernt habe und die ich immer benutze. Als erstes geht ihr auf den Effekte-Tab und sucht nach Transformieren. Diesen Effekt nehmt ihr und zieht ihn auf beide Clips. Nun geht ihr von eurem ersten Clip ganz ans Ende, sodass ihr beim letzten Frame seid. Letzter Frame bedeutet, dass wenn ihr hier das Bild wechselt, dass hier gleich der nächste anfängt. Als nächstes setzt ihr hier bei Skalierung ein Keyframe bei 150%. Je nach Belieben können auch 200% oder mehr verwendet werden. So viel, wie ihr halt reinzoomen möchtet. Ich nehme jetzt hier mal 200%. Nun geht ihr 3 Frames zurück, und zwar indem ihr hier 1, 2, 3 mal klickt. Ihr setzt wieder einen Keyframe und dieses Mal bei 100%. Nun haben wir hier den Zoom-Effekt. Aber natürlich sieht das noch nicht schön aus. Deswegen wollen wir noch ein bisschen Bewegungsunschärfe hinzufügen. Dazu scrollen wir ein bisschen nach unten und nehmen den Haken beim Verschlusswinkel raus. Beim Verschlusswinkel stellen wir dann 360 Grad ein. Ebenfalls ändern wir die Keyframes auf Bezier automatisch. Nun seht ihr, wir haben hier schon die Bewegungsunschärfe. Unser Drohnenclip ist nun fertig. Jetzt wollen wir aber noch den Zoom-Out-Effekt bei unserem Wasserfall haben. Dazu geht ihr wieder auf den ersten Frame vom Wasserfall, also von eurem nächsten Clip. Das wäre hier. Und macht hier wieder bei Skalieren einen Keyframe bei 125%. Wir gehen wieder 3 Frames rüber. Und machen einen Keyframe bei 100%. Wir machen wieder den Verschlusswinkelhaken weg. Und den Winkel auf 360 Grad. Beim zweiten Clip müssen nun wieder die Keyframes ebenfalls auf Bezier automatisch gestellt werden. Wenn ihr dann das Ganze durchrendert, dann seht ihr den Zoom-Effekt. Das Ganze könnt ihr jetzt nur noch mit einem Soundeffekt unterstützen. Ich habe euch mal 6 Soundeffekte in die Videobeschreibung gepackt, die ihr downloaden könnt. Ihr zieht dann nun einfach einen Soundeffekt rein und passt ihn dementsprechend an. Und achtet darauf, dass es an die richtige Stelle passt. So, das war nun alles. So bekommt ihr perfekte Zoom-In- und Zoom-Out-Transitions hin mit einem dazugehörigen Soundeffekt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr solche Tutorials sehen wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Sonntag wieder zum nächsten Video.